Guten Morgen hier am alten Fährhaus bei Duisburg. Das alte Fährhaus, es ist ca. 230 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Da habe ich jetzt übernachtet und ja, bewertet ist es nicht mehr, es war mal bewertet. Und heute Morgen war ich jetzt auch schon beim Bäcker gewesen, habe was gefrühstückt und jetzt geht es gleich los mit der zweiten Etappe vom Niederrhein. Nach Duisburg mache ich heute nicht drüber, ich fahre gleich auf dieser Seite weiter, weil ich habe gesehen, wie ich zum Bäcker bin, wie voll es da mit Autos ist, nach Duisburg rüber, und das machen wir heute nicht mehr. Ich lege jetzt gleich hier los und die Etappe beginnt jetzt. Bis gleich! Weiterfahren. Da geht es aber nicht weiter, wie ihr seht. Jetzt muss ich gucken, dass ich um das Hafenbecken drumherum komme. Und ja, zu gestern gibt es noch mal kurz zu sagen, ich war froh, dass ich dann heil durchgekommen bin im Wetter. Ich bin nicht nass geworden, war genial. Und die Unterkunft, das alte Fährhaus, liegt genau an der Rheinroute. Und der Ortskern war ungefähr 500 Meter entfernt. Da waren wir auch gut versorgt. Und mein heutiges Etappenziel heißt Kleve, wo ich mich jetzt weiterhin aufmachen werde. Ja, jetzt bin ich hier wieder auf der Rheinbrücke. Ich habe mich jetzt doch entschieden, nochmal rüber zu fahren nach Duisburg. Und vorne wechsle ich dann gleich wieder rüber auf die andere Seite. Das hat nämlich auch einen bestimmten Grund, weil ich jetzt nochmal hier hochgefahren bin, um euch was zu zeigen. Und zwar da rechts kommt der Rhein und links fließt dann die Ruhr in den Rhein. Da ist die Ruhrmündung. Ist auch nochmal gezeichnet mit einer rot-weißen Stange. Und dann auf der anderen Seite von der Brücke hier liegt dann Duisburg, wo sich der Ruhrpott erstreckt. Und Duisburg hat den größten Binnenhafen von Europa. So, die Rheinbrücke ist überquert. Nach Rheinberg sind es 14 Kilometer und nach Barell 2,3 Kilometer. Auf der Duisburger Seite bin ich eine ganze Weile mit einem Ehepaar zusammengefahren. Die haben mir noch alles erklärt über den Ruhrpott und so. Da sind wir wieder einiges schlauer. Und zu guter Letzt hat mich die Frau sogar noch gefilmt. War auch mal gut. Thank you.
Eben gerade bin ich jetzt durch den Ort Osoy gefahren und zuvor musste ich noch dieses Kraftwerk umfahren. Da bin ich dann durch die Felder gefahren. Und so wie ich jetzt auf der Karte sehe, geht es langsam wieder Richtung Rhein. Und hier ist das nächste Schützenfest. Im Moment bin ich ein bisschen weg vom Rhein. Ich war hier durch so ein Naturschutzgebiet. Davor bin ich durch ein paar Ortschaften gefahren und wir sind jetzt schon im Landkreis Wesel. Ja, was dann auch noch hier gut ist, ich war wirklich schon die ganze Zeit alleine. Es macht wirklich Spaß jetzt hier. Und jetzt haben wir mal wieder den Rhein in Sichtweite. Büderich 6,5 Kilometer und Wesel 11 Kilometer. Das sind so die nächsten Orte, wo ich dann erreichen werde. Ja, und unter dem Schild seht ihr noch die verschiedenen Symbole von den anderen Radwegen, wo ich jetzt aber nicht weiß, was die alle bedeuten. Ja, um Punkt 12 Uhr habe ich jetzt meine Pause gemacht. Ich habe so circa 40 Kilometer zurückgelegt und habe gleich festgestellt, ich habe ein wichtiges Detail vergessen. Und zwar mein Marienkäfer hat gefehlt. Den habe ich heute Morgen vergessen. Das kann natürlich nicht sein. Haben wir gleich nachgeholt. Und dann habe ich vom Rastplatz noch eine super Aussicht gehabt auf den Rhein. Und jetzt geht's weiter. Thank you.
hinter mir seht ihr jetzt die Brücke. Da werde ich gleich den Rhein überqueren zu der Stadt, wo da liegt. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Naja, ihr wisst schon, da mache ich jetzt hin. Hier bei Wesel habe ich jetzt den Rhein überquert und bin jetzt hier an dem Fluss Lippe. Der mündet jetzt auch hier in Wesel in den Rhein. Ja, da standen jetzt so einige Esel rum, hier in Wesel. Danach bin ich jetzt wieder runter an der Rhein gefahren, an der historischen Brücke vorbei. Das war jetzt die nächste Brücke, wo im Krieg zerstört worden ist. Da haben wir schon so einige gesehen. Und im Moment fahre ich hier am Rhein durch so eine Auenlandschaft. Und nächstgrößerer Ort ist dann Sanden. Jetzt sind es noch 3 Kilometer, dann bin ich wieder unten am Rhein und dann werde ich mit der Fähre übersetzen nach Sanden rüber. Und hier im Naturschutzgebiet, wo ich gerade durchfahre, haben wir wieder einen wunderbaren Radweg.
Hier kann man toll Rad fahren. Ja, Freunde, ich habe jetzt Pech gehabt. Ich war da unten an der Fährstelle und wollte übersetzen. Ausgerechnet montags und Dienstag ist Ruhetag, da fährt die nicht. Habe ich mir sagen lassen, ich muss jetzt halt weiter auf der rechten Rheinseite. Bei Reefs geht eine Brücke drüber, aber das ist kein Problem. Ich habe ja noch Zeit bis nach Kleve. Bis dahin werde ich auf die andere Seite kommen. Trotzdem, schade, ich wäre so gern durch Sanden mal gefahren. Hätte ich mir gerne angeguckt. Geht leider nicht. Okay. Da drüben ist Sampen. Da kommen wir leider nicht mehr hin. Ich fahre jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten durch dieses wunderschöne Naturschutzgebiet. Hier, jetzt bin ich wieder etwas näher am Rhein dran. Es ist wirklich sehr schön. Das entschädigt, glaube ich, jetzt ein bisschen, dass ich nicht nach Sanden rüber gekommen bin. Und jetzt habe ich auch mal auf die andere Rheinseite rüber geblickt. Da habe ich jetzt wieder seit langem ein Rheinkilometer-Schild gesehen. Und wir sind bei Rheinkilometer 827. Und nach Rees sind es noch 12 Kilometer. Rees noch 4,9 Kilometer. Da geht es dann für mich über den Rhein und Emmerich noch 23 Kilometer. Das liegt mit Kleve auf einer Höhe, bloß liegt es auf der rechten Seite und Kleve links vom Rhein. Und da haben wir es dann auch geschafft. Da bin ich dann am Ziel für heute. So, jetzt bin ich angekommen hier in Rees an der Rheinpromenade und jetzt geht's gleich über den Rhein. Thank you.
Das war jetzt aber das letzte Mal für heute, wo ich über den Rhein bin. Und langsam aber sicher rolle ich jetzt auf Kleve zu. Ich habe jetzt mal mein Fahrrad, hinten die Satteltaschen wasserdicht gemacht und es hat jetzt gleich angefangen zu regnen und die Sonne scheint dabei. Hier vorne sieht man jetzt wieder schön den Rhein. Sind wir jetzt ein bisschen nah dran gefahren. Und hier ist alles ganz neu asphaltiert. Weiß gar nicht, ob man da fahren darf. Ich glaube nicht. Ja, da bin ich jetzt natürlich nicht durchgekommen. Die Bauarbeiter haben gesagt, da geht es nicht weiter. Da komme ich nicht durch. Da wird der Radweg schön neu gemacht. Aber ich muss jetzt hier eine Umleitung fahren. Aber das scheint auch zu gehen. Hier kommen wir jedenfalls andauernd Radfahrer entgegen. Ja, und das ist jetzt die andere Seite von der Baustelle. Also die Umleitung ist jetzt für mich fertig und jetzt geht es wieder normal weiter. Und noch Kleve habe ich jetzt gesehen, sind es doch noch 14 Kilometer. Egal, ich habe noch Zeit. Ja, da vorne kann man jetzt schon Emmerich sehen. Ja, ich bin jetzt hier angekommen an der Hängebrücke. Hier geht es rüber nach Emmerich. Das ist übrigens die längste Hängebrücke Deutschlands. Hier hat der Rhein eine Breite von 400 Metern. Sie verbindet Emmerich und Kleve. Und jetzt werde ich mich auch langsam aufmachen nach Kleve. Das liegt ein kleines Stückchen weg vom Rhein. Ich habe heute bei der Tagesetappe ungefähr so 95 Kilometer absolviert. Ja, und morgen geht es dann weiter nach Holland rüber. Da geht es dann den Delta-Rhein entlang. Und heute werde ich mich jetzt langsam zu meiner Unterkunft begeben, wo ich die Etappe noch gemütlich ausklingen lassen werde. Also dann, bis morgen!